Der bekannte Psychiater und Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im Interview mit der Huffington Post bedenkliche Wesenszüge attestiert. Er nannte ihr Verhalten, Zitat, vollkommen irrational. Zudem befürchtet der Experte, dass Merkel den Bezug zur Realität verloren hat. Merkel nehme, Zitat, die realen Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise nicht zur Kenntnis und zeige sich stur gegenüber Kritik. Marz sieht bei Merkel keine Führungsstärke. Er sagt, Zitat, sie war nie ein Leader, sie hat immer reagiert und nicht agiert. Der Psychiater beobachtet bei Merkel gar eine narzisstische Grundproblematik. Narzissten könnten nicht einfach sagen, dass sie sich geirrt haben. Dieses Verhalten sei gefährlich, denn es trage dazu bei, dass sich die Gesellschaft spaltet. Merkel beharre auf Positionen, die eine wachsende Zahl der Bürger nicht mehr akzeptiere. Wenn Merkel weiterhin an ihrem Machtkampf festhält, dann stehe ein psychischer oder psychosomatischer Zusammenbruch bevor, so Marz.